Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Orbit. Ja, es geht wieder weiter. Ich habe längere Zeit jetzt kein Let's Play mehr aufgenommen. Das lag einmal daran, dass jetzt halt so noch die letzten Tage, beziehungsweise Wochen vor den Ferien sind. Also es ist jetzt, wo ich aufnehme, der 15.07. ist Montag und dann habe ich halt noch diese Woche und dann fangen am 22. fangen dann meine Sommerferien an und dann geht's wieder los mit den Videos, also könnt ihr euch schon mal freuen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Ja, was gibt's Neues? Und zwar gibt es jetzt eine neue User Interface, die wurde ja letztens auf dem Testserver aufgesetzt. Ich würde sagen, die testen wir einfach mal nochmal für euch, damit ihr das seht. Also ihr merkt auf jeden Fall, dass wir jetzt ein viel größeres Spielbild haben, oder eher gesagt Sichtfeld, und ja, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Nur das Problem ist jetzt, wir können zwar jetzt wirklich weiter klicken und sehen, aber wirklich bringen tut uns das auch nichts, weil wir nicht weit schießen können. Also wenn ich jetzt so mit dem Schiff hier stehe, ich könnte gerade mal hier bis zu dem Prometheum-Dings da schießen. Oder, warte mal. Ja, ungefähr so. So weit kann ich schießen bis hierhin. Weiter nicht. Ja, ist halt wieder ein bisschen blöd gemacht, aber naja. Gut, außerdem gibt es hier eine neue Slot-Leiste, ja? Die ist ganz interessant. Mehr gibt da eigentlich auch nicht mehr viel hier zu sagen. Hier sind Techs und hier den ganzen Rotz hier. Sehen wir, was ich noch alles nicht habe hier. Doppelfallformation, Zange, Stern, Diamant, Chevron, Falter, Krabbe und Herz. Ja. Gut. Ja, für dieses Let's Play habe ich jetzt auch nicht wirklich was Großes vorbereitet. Deswegen wäre es aber trotzdem nett, wenn hier weiter das Video laufen lässt. Ihr müsst das ja nicht gucken, nur werde ich jetzt ein paar kleine wichtige Infos hier raushauen, die euch wahrscheinlich interessieren werden. Und zwar ist es so, wir fangen jetzt mal mit Dark Orbit an. Und zwar ist es ja mit Dark Orbit, wie ich schon gesagt habe, so gewesen, dass ich halt länger keine Videos mehr gemacht habe und halt vor den Ferien nicht so viele Videos machen kann, beziehungsweise konnte. Und deswegen werde ich dann halt in den Ferien das Ganze so ein bisschen nachholen. Da werden dann auf jeden Fall mindestens 2 Let's Plays die Woche kommen, hoffentlich mal. Also ich kann da noch nicht so viel versprechen. Ich versuche es. Ja, wie das dann sonst hier weitergehen soll, weiß ich nicht. Also, banken tue ich hier in diesem Spiel auf keinen Fall mehr. Also, dafür habe ich einmal das Geld nicht, da ich das ja, wie ich ja schon mal angekündigt habe, in den neuen PC reinstecken möchte. Ja, jeder Cent wird hier bei mir gespart. Der wird da in den PC reingeknüppelt. Und deswegen wird sich hier auch so erstmal nicht viel auf den Account tun. Außer ich habe jetzt da noch ein Gamma stehen, aber da habe ich nur ein Leben und das riskiere ich da nicht so gerne. Ich weiß, die meisten sagen jetzt zwar, ja, Gamma ist voll einfach, ist es auch, aber naja, ich riskiere da lieber dieses eine Leben nicht, bevor ich es dann wieder nochmal komplett aufbauen muss. Deswegen werde ich einfach nochmal 10.000 Uri sparen und dann ganz einfach noch ein Leben dazu kaufen. Ja, gut, das war es erstmal so, glaube ich, zu Dark Orbit. Ja, dann geht's weiter zu Call of Duty Black Ops 2.
Und zwar habe ich da ja letztens den Zombie, ein Part vom Zombie-Modus rausgehauen. Da werden zwar noch Parts kommen, aber nicht so viele, denn ich kann halt momentan nicht so oft an den PC von meinen Eltern. Ja, mein Vater hat da den etwas besseren PC, weil er sich den dieses Jahr gekauft hat. Und ich habe meinen halt letztes Jahr gekauft und dann ist der ein bisschen besser. Und ja, was will man da machen? Also ich muss dann halt, wie gesagt, warten, bis ich da dran kann, beziehungsweise wenn da jetzt keiner vorsitzt. Die meiste Zeit sitzt da sowieso nur mein kleiner Bruder dran und suchtet da sein Garry's Mod, was er eigentlich auch auf seinem PC zocken kann. Aber nein! Diese ganz... Das sind wirklich so minimale Frame-Einbrüche, die man eigentlich so, wenn man jetzt ganz normal spielt, eigentlich so nicht erkennt, sondern nur, wenn man so wirklich genau hinguckt. Und da sagt er schon, nee, das laggt total und nee, also ich bin jetzt hier dran und so. Vor allem, weil er den ganzen Tag da mindestens 4, 5 Stunden davor sitzt. Aber naja, will man nicht zu viel sagen. Jedenfalls meint er dann immer halt so, er hat so ein bisschen die Oberhand von dem PC. Aber na gut, ich würde mal sagen, der Klügere gibt nach. Und ja, deswegen werden da nicht so viele jetzt erstmal kommen. Außerdem, das werde ich jetzt nochmal so sagen. Oh, jetzt mal schnell wegjumpen. Nein, 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 nein. Ich werde sterben. Ja, das war wieder klar. Guckt euch das an. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung. Na gut, ich habe wenigstens noch Rap-Gutscheine. Ja, wo war ich? Genau, ich let's playe momentan nebenbei noch das Spiel Dead Island. Vielleicht sagt den ein oder anderen dieses Spiel was. Wenn nicht, dann kann ich euch nur sagen, dieses Spiel ist einfach nur awesome. Ja, das werde ich demnächst dann auch raushauen. Also ich und Ricky, wir haben da schon so eine Stunde let's played, aber ich kam halt jetzt bisher noch nicht dazu, den ersten Part so zu schneiden und zu rendern. Wie gesagt, der ist halt auf dem PC von meinem Vater. Und da muss ich mir dann einfach mal mit dem USB-Stick was rüberziehen, weil dieses ganze Videoteil, ich habe das außerdem mit Fraps immer so nebenbei mit Fraps aufgenommen. Und diese 1,5 Stunden waren es, glaube ich. 1,5 Stunden sind 112 Gigabyte groß. Ja, ihr wisst ja, Fraps ist ja immer so ein bisschen ressourcenfressend und da habe ich mir auch nur so gedacht, so, what the fuck, da platzt mir gleich ein Ei. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Gut, ich hau mal gerade hier meine Dings rein. Dann wechsle ich mal fix das Design. Ja. Call of Duty Black Ops 2 mal wieder zurück. Den Zombie-Modus werde ich wahrscheinlich auch, ja, wie gesagt, weiter let's playen, beziehungsweise reviewen, kommentieren, was auch immer. Auf jeden Fall dauert das halt erstmal noch ein bisschen. Zum Multiplayer kann ich euch bisher noch nichts sagen, also ihr habt auch erstmal so für den Zombie-Modus gestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr dann halt noch so Gameplays bzw. Commentaries davon haben wollt. Wenn ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ja. Gut, dann wären wir damit auch fertig. Und zwar geht's dann weiter mit dem geheimnisvollen Spiel, was ich ja die letzten zwei Videos hochgeladen habe, wo die meisten mich so fragen, boah, das ist ja voll das geile Game, ey, die Musik ist so geil und das Video an sich auch. Also das ist ja bei euch eigentlich recht gut angekommen, das Video. Deswegen werde ich das auch ab und zu mal so ein Video davon raushauen. Ja, nochmal eine kleine Aufklärung, was das für ein Spiel ist. Dieses Spiel heißt Beat Hazard. Denke ich mal so, nie, spricht man es aus. In der Ultra-Version, das könnt ihr bei Steam für 1,79 € momentan kaufen. Bis zum 22. Juli ist das gültig, ist ja momentan bei Steam Summer Sale. Ansonsten kostet es da, glaube ich, 4,99 €, also das ist nicht die Welt. Und ja,
Ihr habt es ja dann wahrscheinlich schon im Gameplay gesehen. Es geht halt darum, so hoch wie möglich die Punkte damit zu reißen. Es gibt halt vier verschiedene Modis, und zwar den normalen Standardmodus. Da könnt ihr einfach ganz normal ein Lied aussuchen. Dann kommen da halt je nachdem, wie das Lied aufgebaut ist, Monster, Alienschiffe und was auch immer. Und die werden dann halt generiert, und je nachdem gehen halt auch die Lieder.